Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tag, meine Freunde. Und ich habe auf Twitter gefragt, sendet mir mal sämtliche Videoschnitte, kurze Meme-Clips, ihr wisst, was ich meine, unter diesem Tweet. Alles, was ihr von mir findet, denn mir ist aufgefallen, dass sich eine regelrechte Meme-Kultur um mich entwickelt. Ja, du störst. Scheinbar um mich entwickelt hat, Leute. Und es scheint so, als gäbe es eine Menge Clips. Genau genommen ungefähr 700 gefühlt. Und ich würde sagen, da ich so ein kreativer Penner bin, reagieren wir einfach mal gemeinsam darauf. Und wir schauen einfach mal, was ihr da so drunter gesendet habt. Beginnen wir mit dem ersten Clip, den ich hier gefunden habe von der lieben Lotti, Leute. Von RevyArt. Machen wir das Ding auf jeden Fall auch groß. Schauen uns das Ding an. Prepare for ear rape. Auf geht's. Ich bin gespannt. Ach Mann, Alter. Dieser Biss. Dieser beschissen reingekiete Petrit ist einfach das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Ja, Brotwurst hat das Ganze nicht ganz verstanden. Er hat mir halt Emo-Bilder von Family Guy geschickt. Alex. Danke dafür, das braucht ihr aber in dem Falle nicht. Es gibt eine Menge Clips, meine Freunde. Unter anderem auch Clips wie diesen hier. Großes Shoutout an Twitter und die Loop-Funktion. Was haben wir noch? Brille ist aufgesetzt. Tryhard-Brille ist aufgesetzt. Wer macht sich die Mühe, liebe Julia? Also, ja, scheinbar du. Ja, moin, Digga. Ja, moin, Digga. Yay! Geht ihr wirklich hin und ladet meine Videos runter und schneidet das einfach aus? Julia, wie viele sind das? Penis. Daran kann ich mich nicht erinnern. Was haben wir hier? Cringy. Es wäre deutlich angenehmer, wenn die Clips tatsächlich bis zum Ende laufen und nicht mittendrin aufhören. Aber sonst auf jeden Fall schon mal stabile Auswahl auf jeden Fall. Es gibt diese Clips, wo ich mich wirklich frage, wie es zu dem gekommen ist, was ich... Also... Warum ich bestimmte Dinge mache, das verstehe ich nicht. Mal treu sein, Mann. Kann ich nicht mal treu sein, Mann? Ja, wie gesagt, Brotwurst hat es immer nicht verstanden. Es ging um Clips, die sich um mich drehen, aber das ist okay. Dann haben wir hier noch einen weiteren Clip von mir, meine Freunde. Guys, even if it's raining outside, sunglasses time is always on. Guys, es ist manchmal für mich wirklich belastend zu sehen, was für Dinge ich eigentlich gesagt und getan habe, wirklich. Habt nur dumme Insta-Stories. So, aber Leute, es ist Oktoberfest, so zappt ist, oder? Genau. Das sind so Sachen, wo ich echt froh bin, dass die eigentlich nach 24 Stunden wieder aus dem Internet verschwinden. So eine Insta-Story soll eigentlich wieder weg sein, aber ihr speichert euch die Sachen. Hey Leute, Zeit für eine Instagram-Story. Hey Leute, Zeit für eine Instagram-Story. Ja, ja, ja. Ich verstehe nicht, warum Leute meine Videos schauen. Ja, schauen wir mal, was wir noch so haben, meine Freunde. Ich bin auf jeden Fall hardcore gespannt. Das war auf jeden Fall schon mal eine wunderbare Auswahl von Clips, die sich um mich drehen. Das hier ist übrigens einer meiner Lieblingsclips, meine Freunde, ja. Für den ich immer noch mit Herzblut einstehe. War super witzig, ich bringe mich kurz um. Ja, und ich hoffe tatsächlich, dass ich irgendwann bei dem Versuch draufgehe, wirklich. Schön wär's, aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Was haben wir hier? Wieso kann ich mich nie daran erinnern, in meinen Videos etwas derartiges getan zu haben? Was zum Teufel? Was ist mit mir? Wann mache ich so etwas? Was haben wir hier? Oh, das war wieder ein Rewels Kuss. Was haben wir hier? Leute, warum? 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 Wieso? 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 Schaut euch an. Wieso? Wieso? Kennt ihr das, Leute, wenn ihr euch fremdschämt für Sachen, die ihr in der Vergangenheit als vollkommen in Ordnung angesehen habt und jetzt eigentlich merkt, was für ein cringy Boy ihr eigentlich seid? Naja, Ja. Hier ein Clip, wie ich mir in die Hand schneide. Auch extrem stark. Sehr gut. Ja, ganz toll. Was haben wir hier? Okay. Danke dafür nochmal, Thomas. Okay, ich musste lachen, das reicht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall lustig gewesen. Mann, Twitter, du bist so scheiße. Wieso muss ich jedes Mal wieder komplett nach unten scrollen, damit ich die neuesten Sachen sehe? Was zum Teufel, Alter? Was haben wir hier? Oh mein Gott! Wow! Ja, ein stabiler Clip, wie ich mir eine Flasche über den Kopf ziehe. Wer kennt's nicht? Vorher, nachher. Revi folgt.
Okay, okay, okay. Revi liked, Revi ignoriert es. Ja, es tut mir leid. Sorry, dann werde ich jetzt fortan nie wieder auf irgendetwas von euch eingehen. Was haben wir hier? Oh mein Gott, das wird extrem laut, glaube ich. Mann. Oh Mann. Oh Mann, Alter. Bahnfahrer. Sah ich gerade am Ende einfach aus wie Thanos. Man kennt ihn, Leute, ne? Avengers, man sieht keinen Unterschied auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, was wir dann noch so alles haben. Leute, ihr seid auf jeden Fall echt kreativ, wenn es um sowas geht. Wenn ihr wollt, ich würde gerne nochmal mit euch eine kleine Challenge machen. Und zwar sowas wie eine Art Greenscreen-Challenge oder so. Schauen wir, was wir hier noch haben, Leute. Yeah. Cool. Was haben wir hier? Ein Lauch. Ein GIF mit einem Lauch. Eyebrows on leak. Ja, witzig. Ja, da bin ich gerade mal kurzzeitig hochgefahren. Ich meine, man kennt das. Ich bin ein Roboter, ganz genau. Was haben wir hier? Ach Mann, Alter, mein Leben ist so eine Schande, Leute. Wieso existiere ich eigentlich? Guckt euch das an. Das beschreibt mein Leben einfach in einer Person. Ich bin fröhlich, ich bin gut drauf und dann kommt irgendetwas, was mich wieder zu Fall bringt. Man kennt das. Was haben wir hier? Yes, es ist der Revi hier und... Was machst du nur auf diesem Planeten? Ach, Kiddes, es ist der Revi hier und... Was machst du nur auf diesem Planeten? Es ist so unangenehm, es ist einfach so unangenehm, es ist so unangenehm für mich. Was haben wir hier? Mann, Alter. Mann, Leute. Ja, nice, Vanessa Carlton kann man machen, Revi bei Fortnite nein! 2.0. Nein! Stark, starker Clip. Ja, hier eine eigentliche Reaktion auf mein Video, was ich gerade mache. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Hier ein wunderschönes Bild von mir, wie ich... ja, gut. Extrem verstört, verunsichert und ja, einfach extrem... Ich fühle mich gerade extrem unangenehm. Es ist mir extrem unangenehm, solche Sachen zu sehen und ich... Ich fühle mich gerade echt kacke. Danke dafür, Leute. Danke. Was haben wir hier? Das hat ja nicht mehr auch mit dem YouTube-Ding zu tun. Oh, shit. Ja, man kennt mich. Salt Bay oder auch Zucker Bay, meine Freunde, natürlich. Disco, Pogo, Dingelingeling. Wo kommt sowas her? Wie alt ist das und wann habe ich das wo gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Was haben wir hier? Hier ein GIF vom Nordtrip, wo ich auf die Schnauze falle. I can feel it coming on the Hier, wie ich mit einer Klopapierrolle beworfen wurde. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier. Was ist denn mit mir, Alter? Welche Krankheiten habe ich denn? Was haben wir hier? Das bin ich als Emoji. Hier finde ich eine Ente. Ja, was haben wir hier? Ja, dieses Bild sollte tatsächlich niemals die Öffentlichkeit erreichen. Ich weiß bis heute nicht. Das war mein Bewerbungsbild. Das war mein Bewerbungsbild und ich habe damit einen Job gefunden, okay? Traurig genug. Was haben wir hier, Leute? Danke für den tollen Sound an der Stelle. Ich sollte vielleicht wirklich mal daran arbeiten, solche Dinge aus dem Internet einfach schnellstmöglich zu entfernen. Es wird einfach immer unangenehmer. Mein Gott, what takes you so long? Ja! Toll, daraus wurde schon wieder ein Clip gemacht. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Leute, genug unangenehme Clips von mir. Schickt mir doch einfach mal unangenehme Clips von euch. Nee, lasst einfach sein, keine Ahnung. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Revi-Memes V5 oder V6, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Kommt auf jeden Fall die Tage auch noch, das machen wir auch noch fertig, Leute. Und ja, ich glaube, es ist für mich an der Zeit, sich wieder aus dem Bild zu dabben. Macht's gut. Es war reichlich unangenehm für mich. Unterhaltsam war das Video nicht. Witzig weder auch nicht. Tschüss. Wehe, daraus wird ein Clip gemacht. Ciao.